Recht herzlich willkommen. Wir laden euch gerne ein zum Dialog und dafür haben wir die Quantum Meta Group gegründet, um das besondere Wissen, was die Unternehmerlandschaft jetzt benötigt, auch bereitzustellen. Der beste Einstieg ist natürlich ein persönliches Gespräch oder unsere berühmte Quantum Meta Show. Jetzt wieder jeden Mittwoch und auch manchmal auch unter anderem Werktagen. Empfehlung, einfach dabei zu sein. Wir werden hier mit dem Jürgen Braun und mit mir, Gerardo Joaquin Lempe, sprechen. Und so gut, alle Dinge sind drei, sage ich mal, ja. Trinität, kommt die Carmen Lempe zu der Meta-Show auch noch dazu. Und diesen Dreiklang werden wir heute auch besprechen. Vielleicht stellst du dich kurz vor, Jürgen, damit Ja. die Zuhörer wissen, wer du bist und was du machst. Von meiner Seite auch herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Event und ich freue mich sehr, dass wir unsere Meta-Show jetzt in die Tat umsetzen können. Mein Name ist Jürgen Braun und ich kreiere seit 25 Jahren Unternehmen auf unterschiedliche Art und Weise und bringt sehr, sehr viele Ebenen zusammen. Die unterschiedlichen Ebenen, nicht nur strategisch, nicht nur organisatorisch, nicht nur kulturell, sondern auch energetisch und spirituell. Und all diese Ebenen zusammenzubringen für die neue Zeit, das finde ich eine sehr wichtige Herausforderung und auch eine wichtige Aktion. Denn es gibt viele Unternehmen, die jetzt gerade komplett an die Grenze kommen, die in dieser Wendigkeit, in dieser unplanbaren Zeit einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und das hat verschiedene Gründe, weil das einerseits gilt es, dass die neue Essenz des Unternehmers zu erkennen und auf den Punkt zu bringen und dann auch diese Visionskraft in eine Struktur, in eine Firma zu transformieren. Und ich freue mich sehr, dass der Gerardo und der Carmen da mit dabei sind, all diese Dimensionen in aller Grenzenlosigkeit zu erfassen, maßgeschneidert beim Unternehmen und viel genau dann diese Potenziale auf den Punkt in eine Firma zu transferieren, dass sie die zukünftigen Ergebnisse konstant planbar und mit Leichtigkeit für die neue Zeit kreieren können. Sehr schön. Ich freue mich auf diese neue Zeit, ja, die schon lange angekündigt worden ist und jetzt aber mittendrin auch entsteht aus den Firmen, ja. Und gerade in diesen volatilen Zeiten, in diesen Veränderungszeiten, in diesen stürmischen Zeiten, ja, braucht man schon einen Kompass, einen Fahrplan. Und das sind die Methoden, die wir auch gerne vorstellen, auch in dieser Quantum Meta Show, was auch wirksam, auch spürbar ist, ja. Das Interessante ist ja, dass wir die Methoden ja auch aus der feinstofflichen Welt mit integrieren in die Betriebswirtschaft, also hinter den Zahlen schauen und damit auch eine Veränderung machen können. Gut, was ist für dich besonders wichtig jetzt in der heutigen Zeit, lieber Jürgen? Du kennst ja deine Erfahrung aus, was jetzt gerade in den Betrieben läuft, ja. Was kommt dir immer häufiger vor? Welche Probleme zeigen sich denn jetzt in der Zeit? Also die Probleme, die ich momentan nur die letzten 2, 3 Jahre jetzt erkannt habe, sind mehrere. Und das eine ist die Zeit ist sehr wendig, turbulent, chaotisch und unplanbar geworden. Und die Firmen erfahren sich in einer Art von in einer statischen Stagnation. Die kommen nicht mehr weiter. Die verharren in ihrem Status quo und getrauen sich nicht, sich komplett neu zu erfinden, neu zu denken und überhaupt eine Wendigkeit, die notwendige Geschwindigkeit und Wendigkeit an den Tag zu legen, die das Außen erfordert, weil die Märkte verändern sich, die Mitarbeiter verändern sich, die Technologien verändern sich, die Gesetze und die ganze Kultur verändert sich. Und da kommen die Firmen an ihre Grenze, weil sie ihre Wendigkeit nicht mehr haben. Das ist der eine große Punkt. Der zweite ist, durch diesen Stress, was die Unternehmer erfahren und die Führungskräfte, versuchen Sie mit Ihren alten Mustern klarzukommen, dann Command und Kontrolle noch auszuüben. Und was passiert dann? Alle Mitarbeiter dieser Welt, jeder Mensch, es geht uns allen so, die fragen nach dem Sinn. Was will ich zukünftig machen? Und macht es noch Sinn, in dieser Firma zu arbeiten? Und wie groß ist die Fluktuation der Mitarbeiter, weil sie einfach sagen, das ist nicht mehr mein Leben. Und die gehen. Ja? Der Mitarbeiter der heutigen Zeit hat einen Kopf und zwei Füße, wie so ein kleines Strichmännchen, wo die Kinder malen. Der macht, was er will und geht hin, wo er will. Und der fragt da nicht, ob es der Firma gut oder schlecht geht. Also muss ich die Firma fragen,
Und wie kriege ich die zukünftigen Potenziale an Mitarbeitern noch integriert, dass sie bei mir bleiben, dass sie meine Vision als Unternehmer teilen und verstehen können und auch mit in die Tat umsetzen können. Das heißt, es braucht Herzkraft, ne? Die Unternehmer sind blockiert in ihrer Herzkraft. Die sind im Kopf organisiert. Die sind Kopfmenschen geworden und versuchen, mit ihren Gedanken, mit ihrer Willenskraft, das in die Firma zu setzen. Das funktioniert nicht mehr in der heutigen Zeit. Es braucht diese Herzenergie, diese Herzlichkeit, diese Wärme, diese Inspirationskraft, die dafür sorgt, dass die Mitarbeiter sich zu Hause fühlen, wie in einem Familiensystem. Und diese Systeme gilt es aufzubauen mit Herzenergie, mit Liebe, mit zukünftigem Potenzial. Also diese zwei großen Dinge sind, diese Herzkraft in die Firma zu bringen und die Art von Wendigkeit. Genau, also die Flexibilität auch, ja, gerade in den Zeiten oder die Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, auch als Unternehmer, die Bergwerke, ja, die wir schon seit 30 Jahren oder seit 10 Jahren oder seit 5 Jahren, je nachdem, ja, die mal genauer anzuschauen, etwas zu bewegen, in die Bewegung bringen. Und wie machst du das, dass sie damit befähigt werden, ja? Was ist dann anders gegenüber anderen Unternehmensberatungen, ja? Und das wollen wir ja auch heute rüberkriegen. Wir arbeiten ja als Metagroup, als Quantum Metagroup auf der interdisziplinären Ebene, die jeder kennen muss, ja. Die Basis ist da, aber das Feinstoffliche bringen wir mit rein, die Quantenebene. Und das sind manchmal Fachausdrücke, aber für mich als Business-Schamane oder als Quantum-Schamane ist es ganz leicht, genau diese Felder, diese Resonanzfelder neu zu kreieren, ja, neu zu formen und von oben, vom Bewusstseinsfeld auch ein Unternehmen zu führen. Und dadurch kann man solche starren Strukturen auch aufbrechen. Und das heißt, dass wir da in die Flexibilität kommen, die wir jetzt uns auch wünschen, ja. Und Sinnhaftigkeit natürlich, Werteorientierung. Ja. Werte sind uns ja wichtig, Prinzipien sind wichtig. Wenn man sie nicht kennt, ja, kennt es dann der Mitarbeiter nicht, das Strichmenschen nicht. Und alles ist nicht kohärent, ist nicht ausgerichtet auf die Vision oder die Mission. Ja. Und dadurch haben wir vom Marketing und auch vom Vertrieb auch nicht die Attraktivität, die richtigen Kunden auch anzuziehen. Was glaubst du, ist wirklich so ein Unterscheidungsmerkmal jetzt für die Quantum Meta Group gegenüber anderen Unternehmensberatungen? Was ist da wirklich einzigartig? Ich möchte auch da die Carmen noch mit erwähnen, ja. Die arbeitet ja noch mehrdimensional. Und vielleicht kannst du da noch auf dieses Wort nochmal kurz eingehen, was es bedeutet. Ganzheitlich, holistisch, mehrdimensional, dass wir auch so einen Betrieb auch erfassen können, ja. Ja, gerne. Also ich finde, unsere Konstellation ist deswegen auch einzigartig, weil wir komplett unterschiedliche Dimensionen abdecken und gleichzeitig jeder hat das Gespür für den anderen in seiner Art von Wirken und in seiner Art, wie er die Dimensionen erfassen kann und den Mehrwert in die Firma reinbringen kann. Bevor ich immer eine Firma gestaltet habe, also strategisch, organisatorisch und kulturell, gilt es ja erstmal zu schauen, und wo steht der Unternehmer? Was will der überhaupt? Weil er ist derjenige, der mit seiner Visionskraft, mit seinem Vermögen, mit seinem Risiko in die Firma reingeht, mit seinem Lebenswerk. Dieses Lebenswerk ist natürlich wieder angedockt an sein Leben, an seine Art von Identität und in seiner Art von Bewusstseinssprung. Und die Unternehmer der heutigen Zeit machen einen großen Bewusstseinssprung. Also wie kann man diese Feinstofflichkeit, dieses Bewusstsein noch viel mehr kreieren, dass die maximalen Potenziale des Unternehmens auch erkennbar sind und freigesetzt sind. Und spätestens da fängt Quantumheilung an. Dass wir, und zwar gerade auch von der Carmen, die Handicaps im Bewusstsein, in der Person, in der Art, in dieser Wesenheit des Unternehmers, in der Visionskraft des Unternehmens, dass diese Handicaps gesehen und aufgelöst werden. Und das finde ich ein wichtiger Punkt, weil was nützt mir, wenn ich in meinem alten Ich versuche, eine neue Realität zu kreieren? Da passiert nur eins, ich kreiere die alte Realität wieder. Also, und wie schaffe ich es, meine neue Identität, mein neues Ich, mein neues Zukunfts-Ich, das komplett voll ist mit allen Potenzialen gespickt, wie setze ich dieses Potenzial frei, diese Identität? Das ist die Aufgabe und auch die Kunst von der Carmen. Und bei dir dann diese schamanischen Aktivitäten, diese dann in Realitäten umzusetzen, mit all dieser Alchemie, die es auf dieser Welt gibt. Und zwar denke mal nicht an traditionellen Schamanismus, sondern Hightech gilt es da anzusetzen. Und
Herr Starrado ist ein Virtuose von Hightech, ne, von Techniken. Der spielt mit allen Techniken dieser Welt. Ne? Und das macht mir immer wieder Freude. Also Online-Marketing, das ist sein Instrument, seine Klaviatur. Ne? Die Art und Weise, wie er all diese Software bedient, ist grandios. Ne? Also er könnte perfekte ITler sein, aber er ist Schamane. Ne? Und da setzen wir so viel frei an Online-Marketing, an Wissen, an Heilung, dass diese Multidimensionalität dann, das ist meine Arbeit, diese erkannt und transferiert wird in die Realität, in die knallharten Fakten von klaren Strukturen, klaren Organisationseinheiten, klaren Kompetenzen, klare Strategien, klare Art von Führungskommunikation und Führungskultur. Und mit diese Gefäße zu öffnen, also Strategie, Organisation und Kultur, das ist mit diesen Ansätzen, mit diesen Ideen, mit diesen Schöpferkräften dieser neuen Zeit, das finde ich eines der einmaligen Dinge. Ich kenne sonst niemanden, der keine Crew, kein Team, die auf dieser Multidimensionalität einfach virtuos spielen kann. Und da bin ich echt stolz drauf, dass wir uns gefunden haben und da auch die Welt ein kleines wenig bereichern können. Genau, das ist, danke, dass man das von außen nochmal betrachtet bekommt. Ja. Gerade die Technologie, die digitale Kompetenz ist ganz enorm wichtig. Ja. Und ich könnte mich auch positionieren als Internet-Schamane, weil ich ja schon der Internet-Marketing-Pionier war, schon 1997. Ja. Das Wort Online-Marketing ist ja erst entstanden, ist ja richtig frühzeitlich entstanden. Aber meine Vorfahren haben mich schon dahin zu bewegt, genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, um der Welt auch ein neues Bewusstsein zu geben, auch gerade im Business, ja, gerade dort, wo auch Geld kreiert wird. Und deswegen macht es mir Spaß, auch nicht nur die normalen klassischen Wege zu gehen oder die Managersprache zu kennen, sondern auch die Indianersprache, die Indio-Sprache, die Natursprache mit zu integrieren. Die Formen und Sprachen, ja, der heiligen Geometrie, Zahlen, ja, Preise kann man auch anders ausdrücken, ja, damit sie auch gekauft werden. Da arbeite ich gerne im Quantumfeld, im Kauffeld der Premium-Kunden, habe dafür eigene Tools, auch die Quantum Panorama. Und jetzt mit der Quantum Meta Group haben wir natürlich ein Werkzeug als A-Team, ja, genau dort eingesetzt zu werden, wo unsere Begabung, unsere Expertise den größten Hebel haben. Und der nächste konkrete Schritt wäre jetzt für die Zuhörer und Zuschauer wirklich zu sagen, okay, ich melde mich so der Quantum Meta Show an. Und die in diesen Shownotes werden wir dann den Link dazu geben. Wir haben eine eigene Webseite und das ist die quantum-metagroup.com. Ich weiß, / Show, ja. Aber ich schreibe das nochmal rein. Ja, ich freue mich auf diesen nächsten Schritt und Dankeschön. Herzlichen Dank von meiner Seite auch.